willkommen zu einem weiteren Vlog About Me. Und nun liegt es circa, ich glaube, 2 Tage zurück. Am Samstag war es soweit. Heute ist in echt Samstag, aber ich muss ja so sprechen, weil, na, ihr wisst selber. So, ihr seht es ja erst 2 Tage später, dieses Vlog About Me. Und das bezieht sich nämlich auf Kochen à la Shizu. Dieser gesamte heutige Vlog. So, und da möchte ich euch so ein bisschen quasi mal mit, ja, hinter den Kulissen, kann man nicht sagen, ist immer Quatsch. Aber ich nehme euch einfach mal mit, was passiert eigentlich, bevor ich dann live auf Sendung bin für euch. So, und jetzt aktuell, das finde ich übrigens schon mal sehr geil, dass jetzt schon 3 Daumen nach oben sind, obwohl noch gar nichts passiert ist. Denn ich bin erst in 2 Stunden live. So, einer wartet schon, hat also hier auf den Button geklickt, Erinnerung einrichten. Dann wird man irgendwie nochmal ganz speziell erinnert oder so, keine Ahnung. So, auf jeden Fall ja, finde ich das cool, dass da jetzt schon 3 gesagt haben, oh geil. So, obwohl noch gar nichts passiert ist. Und es ist jetzt 15 Uhr, das heißt, in weniger als 3 Stunden geht es los. So, das heißt, ich muss jetzt mich nochmal ein bisschen sputen, dass ich Lebensmittel einkaufe und überhaupt erstmal ein Rezept herausfinde. Und das ist halt das, was ich logischerweise natürlich immer vor Beginn mache. So, Lasagne. Wenn ich Lasagne mache, mache ich es in der Regel immer mit den Fixprodukten, die es gibt. Aber nicht bei Kochen à la Shizu. Da soll es natürlich selbstgemacht sein. So, dann gehe ich mal auf eine meiner bevorzugten Seiten für Rezepte. Und gebe jetzt einfach mal ein Lasagne. Ich mache mir gerne halt Erbsen mit rein in die Lasagne. Insofern. Könnt ihr Carlo sehen noch? So, der schläft da hinten in der Matte. Ich mache auf jeden Fall gerne Erbsen mit rein und Möhrchen. Also, was ich eigentlich hauptsächlich wissen möchte bei einem Rezept, ich meine, ist ja klar, Hackfleisch kommt mit rein, Nudelplatten, das Ganze wird geschichtet, am Ende Käse oben drauf. Das Einzige, was ich eigentlich wissen will, ist nur, wie macht man jetzt selber komplett die Soße dazu? Das ist eigentlich alles, was ich wissen will. Dann schreibe ich mir jetzt mal meinen Einkaufszettel. Also, dann nehmen wir das nochmal von davor. So, also ich brauche 500 Gramm Rinderhack, weil ich möchte ja wegen Diät und so das Ganze ein bisschen, ne, mit weniger Fett, und Rinderhack hat nicht so viel wie gemischtes Hackfleisch. So, 500 Gramm Rinder. Hack. So, dann eine Zwiebel. Ich nehme auf jeden Fall noch 2 Möhren. So, dann haben wir die. So, gut, gehen wir mal in die Küche und checken mal, was ich jetzt wirklich davon habe. So, okay, also. Rinderhackfleisch ist klar, Zwiebeln, Möhren, dies, das, muss ich holen. TK-Erbsen habe ich noch. So, Tomatenmark ist klar, geschälte Tomaten, das brauche ich noch alles, Milch, Butter, so, Mehl. Mehl ist auch noch da. So, Salz, Pfeffer auch. Habe ich Muskat eigentlich? Zimt? Nö. Pommes? Curry? Thymian? Rosmarin? Nee. Okay, Muskat habe ich nicht. Muss ich also nochmal kaufen. Klar, Rotwein auch. Lasagneplatten. Ich habe hier oben welche. Auch noch reichlich. Aber ich wollte mal gucken, ob ich welche aus Vollkorn kriege, weil das
nahrhafter ist als hier aus ja, Weizen. Ne? Ist klar. Wie gesagt, das soll ja alles ein bisschen gesünder diesmal sein. So, Olivenöl. Nee, da habe ich Sonnenblumenöl. Olivenöl habe ich gar nicht mehr. Nee, okay, da muss ich auch Olivenöl holen. Ja. Gut. Gut, dann würde ich sagen, auf zum Einkaufen. So, bevor ich dann zum Einkaufen gehe, muss ich noch den Müll rausbringen. Und ja, die Pflanze, die bringt es nicht mehr. Ja, da ist nichts Grünes mehr übrig. An der Stelle nochmal vielen Dank an meine Schwester. Der Baum oder das Gestrüpp, ne, das klingt negativ. Die Pflanze, ja, hat nicht mal ganz ein Jahr gehalten. Aber das liegt nicht an mir, würde ich zumindest mal behaupten. So, also, denn ich habe mich gewundert, gestern und auch vorgestern war Carlo immer an diesem Baum und starrte da immer drauf und so und guckte immer so hin und her und ich denke, was hat der denn? Und ich stand immer so, Carlo, Carlo, ne, was voll genervt hat. Heute Morgen gehe ich dann selber mal zum Baum und ich dachte jetzt irgendwie, vielleicht da ist eine Spinne, die sich da ein Netz gebaut hat und so und er beobachtet die immer. Und dann sah ich da so kleine Fliegen rumwursteln. Ich denke, hä? Und dann dachte ich, okay, naja, vielleicht weil der Baum langsam verrottet von innen und das ist für Fliegen irgendwie genau das gefundene Fressen. Ich dann so kurz dran gewackelt, kamen immer ganz viele Fliegen hoch. Ja, und deswegen wäre Zeit, den rauszuschmeißen. So, noch den Plastikpott hier ab. Da drin, da werden die Fliegen wohl hausen, nehme ich an. So. Psst. Das bleibt unter uns. So, weiter geht's. Ja, ihr kennt ja den Markt meines Vertrauens. Man hat ihn in den einen oder anderen Stream von Schizo on Tour schon gesehen. Und dort werde ich jetzt hingehen. Den Zettel habe ich dabei. Und ich denke mal, dass ich dort alles bekommen werde. Mal sehen, wie teuer das am Ende wird. Aber ich denke mal, so teuer wird es nicht. So viel ist das ja nicht. Das sind ja eher so Kleinigkeiten, die ich mir da hole. Ja. Naja, schauen wir mal. Nach irgendwie Vollkorn-Nudelplatten. Hier ist eine ziemlich große Auswahl an Nudeln, auch bunte Nudeln, Getreide und so weiter und so fort. Bio ist dabei und hier haben wir ja auch Vollkorn, aber wirklich Nudelplatten sind nicht dabei. Ja, auch hier gibt es verschiedenste Nudeln, auch Vollkorn und Grün mit Spinat und so. Hier bunte, alles dabei. Aber Vollkorn nicht. Dann muss ich also die Nudelplatten nehmen, die ich bereits zu Hause habe. So sieht es aus. Ich war jetzt einkaufen. Genau, dann habe ich auf meinen Einkaufszettel gar nicht gesehen, dass da was von Zitronensaft drauf stand. Aber den sollte ich doch ursprünglich da irgendwie mit für die Soße verwenden. Ich habe einfach jetzt eine Zitrone gekauft, die ich dann dort einfach ein bisschen mit reinpressen werde. Außerdem habe ich nochmal italienische Kräuter dazu geholt, was ich jetzt nicht aufgeschrieben hatte. Und dann fiel mir ein, bei der Lasagne von den Fixprodukten, da kommt halt mal Creme Fraiche mit dazu. Und ich liebe das, wenn da nochmal so schön Creme Fraiche oben drauf ist. Und das stand jetzt ja überhaupt nicht beim Rezept dabei. Also habe ich nochmal einen Becher Creme Fraiche geholt. Natürlich fettreduzierten.
Ich weiß aber schon, dass der Fettreduzierte nicht toll schmeckt. Der hat dann nur 10% Fett und Original Creme Fraiche hat 30% Fett und die braucht man auch, damit das schön schmeckt. Also ich weiß, das wird dann nicht so geil sein. Ja, gut, aber dafür habe ich diese Vollkornplatten ja auch nicht bekommen. Irgendwo muss ich jetzt ja ausgleichen. Ich habe sogar, fettreduzierten Käse geholt zum Überbacken. Und ja, Fett ist nun mal ein Geschmacksträger und deswegen schmeckt es einfach leider immer besser, wenn mehr Fett dabei ist. Aber ich sag mal so, trotzdem, auch wenn alles fettreduziert ist, wird auch so mehr Fett dabei sein, nämlich an meinem Bauch. Und deswegen natürlich die fettreduzierten Geschichten, damit wir da jetzt mal gucken, dass das ein bisschen weniger wird. Ja, also meine Diät läuft. Ich muss euch ehrlich gestehen, konsequent bin ich bis jetzt noch nicht so richtig gewesen. Ich habe angefangen mit einem Gewicht von 82 Kilogramm. Ihr habt ja auch gemerkt, es ist noch kein Video gekommen von Schizo Speckt ab, weil ich zwischendurch dann doch wieder ein bisschen was Süßes getrunken habe oder genascht habe. Und dann dachte ich, ja, dann bringt das irgendwie auch nichts. Dann macht das keinen Sinn, jetzt damit zu starten. Die Zeit läuft trotzdem. Ne? Der Deal war, innerhalb von 3 Monaten 10 Kilo abnehmen. Wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich einen 48 Stunden Livestream machen, ohne zu schlafen zwischendurch. Also der Deal läuft. Ne? Das ist dann mein Problem. So, ich habe jetzt schon ein paar Sachen ausgepackt, ein paar Sachen in den Kühlschrank. Jetzt stehen noch 3 Sachen für mich an. Erstens, ich habe vorhin die Wäsche gewaschen. Die ist fertig. Die muss erstmal drüben aufgehangen werden. Dort hängt aber auch noch alte Wäsche von mir, die dort zum Trocknen hangen. Ich lebe ja in einer Dachgeschosswohnung und nebenan ist direkt der Trockenboden. Das heißt, ich muss jetzt erst einmal die Wäsche abhängen, die neue aufhängen. So, da geht auch schon mal wieder ein bisschen Zeit um, ne? Dann habe ich hier noch ein bisschen Abwasch. Es ist nicht so viel, aber auch das hält ja trotzdem erstmal wieder ein bisschen auf. Und dann muss ich drüben den gesamten PC abstöpseln im Wohnzimmer und das alles hier wieder hinbauen, damit es losgehen kann. Aktuell habe ich weniger als eine Dreiviertelstunde Zeit bis zum Start. Genau, es sind jetzt noch genau 40 Minuten. Dann bin ich live. Da könnt ihr mal sehen, wie eng das hier alles ist. Oh, ich darf die Tafel nicht vergessen, wo immer drauf steht, was es hier beim Kochen aller Schicht so gibt. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Am besten, ich mache das jetzt direkt einmal. Die Wäsche abgenommen, die neue aufgehangen. Natürlich hat das wieder Zeit gekostet. Es ist jetzt bereits nach 9:30. Genau genommen ist es jetzt 17.39 Uhr. In 20 Minuten geht die Sendung los. Und ich habe noch nicht abgewaschen. Der Abwasch ist noch da und dafür habe ich jetzt aber auch keine Zeit mehr. Ich gucke jetzt nur gleich ganz schnell, dass ich das Nötigste abwasche, was ich wirklich gleich zum Kochen für den Stream brauche. Der Rest ist jetzt erstmal egal. Das mache ich dann morgen in Ruhe. Weil den PC komplett abzustöpseln und hier reinzubauen, Licht muss noch hin, das Stativ muss noch hin, das große, wo eine Webcam oben dran hängt und so, das muss jetzt alles fertig werden, damit es gleich wirklich um 18 Uhr losgehen kann. Also, deswegen, dabei!
sind auf jeden Fall schon über die Zeit, ne? Also ich bin schon definitiv zu spät. Aber da wollen wir jetzt wenigstens gucken, dass es nicht zu spät wird. So. Das stört mich ja eigentlich noch. Aber ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich das lassen soll hier. Soll ich hier in der Ecke, wenn das geht? Da stört es niemanden. Gut, okay, super. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz für die Maus. So, gut. Der ist da. Gut. Wir können schon mal auf meine Kanalseite gehen. Dann können wir da sonst einmal angeben, dass wir das später starten. So, jetzt muss ich nur auf das Stativ. So. Dann nehmen wir mal an, wie spät haben wir es denn jetzt? 10 nach. Ja, dann würde ich sagen, damit es nicht ganz so stressig wird, jetzt auf halb. So, genau, so sieht das hier aus und hier vorne, wir können das nicht ganz sehen. Also soweit ist das Setup fertig, jetzt kommt nur noch da hinten schräg eine Neonröhre hin, die mich beleuchtet. Soweit ist eigentlich alles fertig, aber hier vorne muss jetzt noch die Webcam ran, die von oben immer filmt. Die bringe ich mit Tesa an. Soweit ist jetzt alles fertig, so sieht es dann aus. Wie gesagt, jetzt kommt nur noch hier einmal eine Neonröhre-Spiegel hin. Die ist hier hinter der Tür. Die wird dann noch angebracht, das war's. Dann richte ich nur noch hier die Lebensmittel ein bisschen nett an. Gleich, wenn ich einmal zeige, was es denn zum Essen gibt, was wir an Zutaten brauchen, dass ich das schön einblenden kann. Und so sieht es dann immer aus. Und dann geht es ja mal rund. Ja. So. Und wer das noch gar nicht gesehen hat, Kochen à la Schizo, wie ich die Lasagne mache, der hat jetzt die Möglichkeit, einmal hier oben auf die Infokarte zu gehen. Das Ganze ist da oben einmal verlinkt und dann könnt ihr euch das jetzt anschauen. Ansonsten würde ich mich noch einmal kurz wieder melden, nachdem der Stream zu Ende ist. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es geht wieder los, aufgepasst, System Bros. Absolut ohne Sinn und Verstand, garantiert außer Rand und Band. Dreh den Beat volle Pulle auf. Das ist der Sound, der dich aufbaut. Ciao, ciao, miese Laune, dich hat keiner gefragt. Schizo Power ist angesagt. Kein Bock auf Beauty oder Gaming. Ich geb nen Schritt auf Body Shaming. Mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Lachen, kochen, singen, bis einer umfällt. Der ganze Wahnsinn ist for you. Die Schizo Gang schaut mir dabei zu, wie ich wieder die Kontrolle verliere, eskaliere und mich blamiere. Kochen an der Schizo, und was kommt dann? Talk about me und no risk, no fun. Jede Menge Krankenstoff findet ihr hier. Abnormale Typen, ja, das sind wir. Ein riesiger Haufen verrückter Leute. Schaut in den Chat, da seht ihr es heute. Die Community, Hammer, ich bin auf euch stolz. Auf die Zukunft, ich klopf auf Holz. Schizo Streamer ist wieder am Start. Dieser Track kommt krass und hart. Wer sich gegen gute Laune wehrt. Also, ich würde sagen, wir beenden an der Stelle mal den Stream. Lasagne, nicht so ganz geglückt, wie gehofft. Aber gut, man kann es essen. Aber ich glaube, ich bestelle trotzdem gleich noch was. Ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend zu No Risk, No Fun und Montag dann ein Vlog About Me. Gute Nacht und tschüss. So, das war der Livestream. Ja, nun zu Ende.
hier eure letzten Sätze, Worte, wie auch immer. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. So sieht's dann aus, wenn Schluss ist. Quasi die Endcard, wo nachträglich dann nochmal zwei Videos zur Empfehlung mit eingebaut werden. Genau, und das ist immer quasi der Monitor, den ich sehe, der nicht live rübergegeben ist. Das ist immer der Monitor, der live für euch zu sehen ist. Und hier kann ich immer alles noch einstellen, wie ich möchte. Genau, aktuell sieht die Küche jetzt genau so aus hier. So sieht es jetzt hier aus. Ja, die Lasagne sieht optisch lecker aus, aber wer den Livestream gesehen hat, ja, leider ist diese Bechamelsoße oder wie das heißt, nichts geworden. Sehr bitter, hat nicht geschmeckt, hat dadurch die ganze Lasagne versaut. Ja, ansonsten hier nochmal das komplette Setup. Ein Chaos. Wie immer, wenn ich hier für euch kochen oder Shizu mache. Ja, ich würde sagen, ich bestelle mir jetzt noch irgendwie was anderes zum Essen. Ich hoffe, ich kriege noch irgendwo was, dass mir noch irgendeiner was liefert. Denn leider ist die Lasagne echt, das kannst du nicht essen. Das schmeckt nicht. Schade. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle hier diesen Vlog About Me. Es ist jetzt, ja, kurz vor 10, gleich 22 Uhr. Und ja, jetzt konntet ihr mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie das Ganze hier abläuft, wenn ich also Kochen à la Shizu für euch plane und letztlich dann auch streame. Ja, dann wie auch immer, gute Nacht, guten Morgen, guten Tag, guten Mittag. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.